gewesen. Und? Hohes Level. Das ist 96er, dann gab es 96 oder was? Ein paar Stunden. Untergiesing. Giesing, ja. Aber Untergiesing, nicht Giesing. Beim Mangfallplatz, U-Bahn-Station. Ja, das können wir schon holen. Was ist dein Bestes? 93 aus Prag. Wir haben ja noch Zeit. Also Philipp hat gesagt, zu viel, das ist machbar. Richtig? Ja. Zu 6. Aber gute. Ja, ja, 4 gute halt, Level 40. Mit Geowatz. Ja, dann probieren wir es. Also rein, oder? Ja, öffentlich. Ja, selber. Ja. Ja, was ist denn das Geowatz und das Das ist doch gut. Geowatz. Sonst nichts oder was? Sonst nichts, glaube ich. Hab nur 5. Kannst auch mit Kaipel kämpfen. Okay. Der Dach kam runter, der kommt nicht so. Was? Ich hab's geholt. Echt? Na klar. Na klar. Na, nee, schön auf dem Weg überholt. Echt? Ich hab's auch schon gehört, dass er macht. Geh der kleine Sort drin. Alter, ja. Sehr gut. Attack aber was? Enzo? Ja. Ja, Blitzkanone. Ja, Blitzkanone zu das wird ja viel mehr wie Geowatz, gell? Ja, ja. Das ist mir so aufgefallen. Aber nicht. Wir haben leider schon angefangen, ja. Ihr habt schon. Aber falls wir verlieren, kannst du mitmachen. Ja, okay, dann warte ich. Okay, das wird das echt ätzend gegen uns. Das hält echt nichts aus. Das wird nochmal Geowatz pushen. Ja, 6 brauchst du nur, Minimum. Ja, das tut mir leid, jeder hat großen Schraub wie du. Ich hab auch noch 3. Ich brauch gute noch. Alter, was? Der haut ja richtig. Blitzkanone, ist schon hart. Okay, ich geh kurz rausfallen. Gott sei Dank hab ich halt Hera gefangen. Ihr seid noch drin, oder? Ja, ja. Okay, okay. Ich komm gleich wieder ran. Man kann Blitzkanone schon gut ausfallen. Ja, aber wir schaffen das. Mehr, ja. Wie das? Den wegen dem Bug? Ball, ja, darüber reden wir noch. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Ist es offiziell oder was? Ja, ist offiziell. Ja, das hat Julian gepostet. Okay. Und meine 98er und so, die mir alle geflogen sind, Alter. Mit dem letzten Ball. Langsam wird es auch knapp. Wir machen kaum noch Schaden. Was ist da los, Leute? Ja, weil ich rausgeflogen war. Das ist unerklärlich. Ich habe jetzt nichts gewusst. Ja, der hat mir auch viel zu groß. Ist gut, Schalschmuck von Lizas, aber Nebenstein kann der. Nebenstein ist der heute braucht.
Okay, das wird schon knapp. Steinkante haut schon. Ja, Steinkante, ja. Wenn wir verlieren, ist er ja mit dabei. Ja. Welches Level bist du? 31. Ah, okay, gut schon. Tut mir leid, wir haben es leider geschafft. Hab's geschafft. Ja. Passt. Gratuliere. Danke dir. Freude, was hast du verlieren? 1856. Ich hab mein Glücksei. Keins. Okay, nächste Einfach. Irgendwo, wenn du es fängst. 1845, ja, Leute. 1855. Puh, los geht's. 1879. Oh! Über 90 Keine Angel. Nein, doch. Bei mir. Ciao. Ciao. Ja, das ist einfach jetzt. Ja, das schon, ja. Er steht viel näher. Aber er beißt sich wieder aus. Also wie das kommt, weil du musst halt immer, wenn die Animation weg ist, werden. Das haben viele auch beim ersten Mal bekommen. Zu viel Druck für mich. Man. Ich will auch beim ersten Mal. Nee, Schein, der ist alles. Dann klein, aber das müsst ihr nicht sehen. So, das war's. Also das Video ist noch nicht zu Ende, aber das mit dem Zapdos Raid, das war's. Zum Glück gefangen, erster Versuch. Also insgesamt habe ich da eigentlich immer recht viel Glück. Erstes Lugia, zumindest das erste Lugia, das ich besiegt habe, habe ich gefangen. Arctos auch beim ersten Mal. Lavados beim zweiten Mal und jetzt Zapdos beim ersten Mal. Aber ich blende hier eh
noch den zweiten Versuch ein. Das zweite Zapdos am Tag. Allgemein. Okay, erstmal der Kleine ist Zuglas. Der hat auch Zapdos beim ersten Mal, Lavados beim ersten Mal, Lugia beim ersten Mal, Arctos beim ersten Mal, also der fängt alles beim ersten Mal. Aber bei Zapdos scheint die Fangwahrscheinlichkeit recht hoch zu sein. Also ich zeige euch hier mal ein paar Screenshots noch von den Leuten aus meiner Gruppe, die eine Raid Tour gestern Abend gemacht haben, und bisher scheint die Fangwahrscheinlichkeit sehr hoch zu sein. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie eure Erfahrung so ist. Scheint der für euch leichter zu sein? Habt ihr mehr von Zapdos bisher gefangen als von den anderen? Also ich habe 2 von 2. Dann noch kurz ein paar Informationen allgemein zu Zapdos. Anscheinend wurde Shiny Zapdos released und Niantic hat da irgendwas mit den Farben vermischt und irgendein Fail gehabt wieder mal. Schauen wir mal, wie das aufgelöst wird. Mich juckt es eher nicht so. Nicht unbedingt was... Okay, warte, erzählen wir noch was zu Zapdos, und zwar... Also Link ist unten in der Beschreibung zum Video. Und zwar wurde der von 3 verrückten Japanern wieder geschafft. Also Minimum Anzahl ist 3. Bei Lavados war es auch 3, oder? Oder war es 2? Kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall 3 für Zapdos. Und jetzt etwas, was vielleicht nicht unbedingt mit Zapdos zu tun hat, aber was sehr interessant ist. Und zwar, der letzte Ball bisher wollte einfach nicht reingehen. Ging einfach nicht. Das war ein Bug. Außer durch Critical halt. Nur dann ist der letzte Ball drin geblieben. Ansonsten direkt immer raus. Und viele Leute haben das bemerkt. Aber man war sich halt unsicher, ob das wirklich nicht geht oder echt nur Zufall ist. Aber jetzt hat Niantic bestätigt, dass es echt ein Bug ist und der letzte Ball echt nicht reingeht. Außer eben durch Critical. Und dadurch... Und jetzt haben die das halt, okay, noch nicht behoben. Also der letzte Ball geht immer noch nicht rein. Aber als Entschädigung haben sie jetzt einen Ball mehr hinzugefügt. Sprich, du kriegst einen Ball mehr. Wenn du einen Boss besiegst, kriegst du jetzt 6 Bälle anstatt 5. Und dadurch hast du jetzt einen Ball mehr. Aber der letzte zählt immer noch nicht, außer durch Critical. Also passt auf, Leute. Aber das war's. Ich bin zufrieden. Erster Tag. 2 Zapdos gefangen von 2 Raids. Der Druck ist erstmal wieder weg. Aber viele Leute haben mir auch geschickt, dass sie wieder mal 100% Zapdos gefangen haben. Das ist übrigens 1902. Ich kenne auch viele Leute, die jetzt einen gefangen haben. Also der scheint recht häufig zu sein. Und dadurch, dass er auch irgendwie auch leichter zu fangen ist, haben jetzt mehr Leute 100% Zapdos bereits jetzt schon am ersten Tag. Als zum Beispiel Lavados oder Arctos. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Zapdos ihr schon gefangen habt, was euer Bester ist. Und natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.